Hallihallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück zu einem neuen Part von Star Stable Online. Jo, wir stehen hier bei der Loretta, die ja die Überraschungsparty für die Tannen geplant hat. Und jetzt möchte sie, dass wir ihr helfen und wir schauen mal, was wir da machen können. Du willst mir helfen? Toll! Das hier wird die beste Party aller Zeiten. Echt super, dass du mir helfen willst. Ich habe so viele Sachen für diese Party gekauft und das meiste ist schon fertig. Was noch fehlt, ist ein Gespenst, das der Schneider Donald nähen sollte. Ich wollte es ja lieber gleich im Internet bestellen, aber Justin hat immer gesagt, wie toll Donald nicht sei. Und wenn er das sagt, dann muss das einfach stimmen. Wie toll Donald nicht sei? Na bestimmt, wie toll Donald sei. Donald hat versprochen, meine Bestellung zu schicken, wenn er fertig ist. Aber bis jetzt habe ich noch kein Paket bekommen. Ich hoffe, dass es nicht irgendwo verloren gegangen ist. Kannst du nicht nach Silverglade reiten und Derek fragen, ob ein Paket bei ihm ist? Ob er ein Paket bei sich hat? Dann spare ich mir das Warten. Super cool. Ja klar, machen wir. Gucken wir mal nach. Für Tanz Geburtstagsparty machen wir sowas. Gar kein Problem. Ich komme hier nicht rüber. Verdammt. Okay. Dann nochmal neu. So, ich nehme erstmal alle Freundschaftseinladungen wieder an. Haben wir hier noch eine Aufgabe in der Nähe? Nö, jetzt erstmal nicht. Dann reiten wir nach Silverglade und dann vielleicht nach Fort Pinter. Mal schauen. So, okay, jetzt aber rüber hier über die Mauer. Super, das hat schon mal geklappt. Wahnsinn, wenigstens etwas hier. Ach ja. Und ich bin gerade wirklich fleißig dabei, wieder im Voraus aufzunehmen. Das ist jetzt der dritte Part, den ich heute aufnehme. Wir haben immer noch den 5.1. Und ja, ich werde die dann auch natürlich hochladen, ist ja klar. Die ersten zwei müsstet ihr ja schon mittlerweile wieder gesehen haben. Und ich muss halt nur gucken, wie ich es immer schaffe, aufzunehmen und hochzuladen, damit ihr auch genug zu gucken habt. Und ja, wir machen das schon irgendwie, ja, Leute? Ich weiß, ihr wollt mehr sehen, aber mehr kann ich erstmal nicht versprechen. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Viel zu tun momentan ist einfach leider so. Mit Arbeit, Kinder, Schule und, und. So, Derek. Hm. Aber hallo, Willow, was für ein Glück, dass du gekommen bist. Ich bin gerade dabei, eine kleine Krise zu stürzen. Okay. Puh, was für ein Glück, dass du hier bist, Willow. Hast du eben schon gesagt. Ich nehme an, dass du gekommen bist, um Lorettas Bestellung zu holen. Ach, ich will gar nicht daran denken, was jetzt los wäre, wenn sie selber gekommen wäre. Du musst mir versprechen, Loretta nicht zu sagen. Aber das war das reinste Chaos. Zuerst war der Lieferant zu spät. Dann war er in einen Unfall auf dem Weg hierher verwickelt. Eines seiner Räder ging kaputt und alle Waren sind vom Lastauto gefallen. Du musst dir keine Sorgen machen, niemand ist zu Schaden gekommen. Aber der Lieferant musste das Auto in die Werkstatt bringen. Der Stoff, den Donald für Lorettas Bestellung braucht, liegt wohl irgendwo auf dem Weg hierher. Ich hätte ja gern alle Pakete aufgesammelt, aber ich kann die Poststelle hier nicht alleine lassen. Ein paar Pakete konnte ich einsammeln, aber nicht alle. Könntest du mir helfen, den Rest einzusammeln? Danke. Wenn wir das schnell machen, muss es ja keiner wissen. Okay. Alles klar, dann gucken wir mal nach den Paketen. Das ist natürlich mega doof, dass da ein Unfall passiert ist und die Pakete alle verloren gegangen sind. Aber wir werden es schon wieder finden. Schaut mal, hier haben wir schon das erste. Komme ich da auch so ran? Oder muss ich jetzt hier über den Zaun? Komm schon, komm schon. Nein, natürlich nicht. Gut, dann reiten wir rum. Noch einmal rum. So. 7 Pakete müssen wir finden. Okay. Da liegt das nächste, oder? Oder was ist das hier? Nee, das ist so ein Silvester-Krach-Bum-Peng-Ding irgendwie. Aber hier liegt noch was. Was haben wir hier? Hier liegt auch noch was. Okay. Also ich muss mit der Steuerung und allem. Also wirklich, ne? Oh Mann. Aber gut, kriegen wir alles hin. Wir machen das. So schwer ist es ja auch nicht. Also, hier haben wir noch eins. Liegt hier bestimmt auch noch irgendwo was rum. Schaut mal da. Ein etwas kleineres. Dann haben wir hier auch noch eins. Nummer 6. Und Nummer 7 müsste hier auch noch irgendwo rumliegen. So, gucken wir mal. Gucken wir mal.
Hä? Ich habe echt das Gefühl, das leckt so ein bisschen. Das nervt mich gerade ein bisschen. Bisschen. Da liegt's ja. So. Gut, dann haben wir das auch gefunden. Dann können wir die zurückbringen und dann können wir Loretta wahrscheinlich ihr Paket bringen. Ich hoffe nur, das ist jetzt auch dabei und da ist nichts zu Schaden gekommen und das ist alles ganz... Oh. Standen die Dinger hier schon immer? Die sind mir irgendwie neu. Was kann ich denn da machen? Mann. So, okay. So, auf zu Derek. Hallo. Vielen Dank, Willow. Puh, jetzt kann ich wieder durchatmen. Einen Augenblick, ich werde nur... Ja. So, ich musste den Stoff in ein neues Paket verpacken. Das alte hatte ein Riesenloch. Jetzt heißt es nur Daumen halten, dass der Stoff nicht beschädigt wurde. Kannst du das Paket zu Donald bringen? Danke. Hoffe, er ist nicht allzu verärgert, dass der Stoff so spät kommt. Ach so, wir müssen das Paket erst zu Donald bringen. Den Stoff hat sie quasi zu Donald geschickt. Verstehe. Damit er dann anfängt, dieses Gespenst zu nähen. Ja, jetzt wird er uns wahrscheinlich gleich sagen, dass der Stoff beschädigt ist. Hallo, Willow. Du kommst nie drauf, was für ein Pech ich hatte. Ein Paket für mich? Hallo. Danke, ich dachte, dass meine Bestellung über den hellen Stoff für alle Zeiten verschwunden wäre. Ich will gar nicht an all die traurigen und enttäuschten Kunden denken. Aber auch wenn der Stoff da ist, hilft mir das nicht. Zuvor hatte ich Nähnadeln, aber kein Stoff. Und jetzt, wo ich den Stoff habe, kann ich meine Nadeln nicht mehr finden. Der Schmied, als ob er Zeit hätte, mir meine Nadeln... mir mit meinen Nadeln zu helfen. Ich denke, er hat wichtigere Sachen zu tun. Und wie soll ich überhaupt zum Schmied kommen? Ich kann ja kaum außer Haus gehen, ohne mir ein Bein zu brechen oder mich zu verirren. Ich kann dir natürlich nicht verbieten, ihn zu fragen. Aber du weißt, dass der Weg nach Moorland lebensgefährlich ist. Es grenzt an ein Wunder, wenn man ihn überlebt und sich nicht an einem der Steine dorthin alle Knochen bricht. Erhoffe dir nicht zu viel, sonst wirst du nur enttäuscht. Aber wenn du glaubst, dass es hilft, dann sprich von mir aus mit dem Schmied. Ja, natürlich, ich werde mir jetzt alle Knochen brechen auf dem Weg nach Moorland. Aber bevor wir uns die Knochen brechen, möchte ich mein Pferd nochmal tauschen. Hehe. Hehehehe. Weil, ja, ich jetzt einfach alle mal wieder so ein bisschen durchgehen möchte. Und jetzt ist erstmal Baby Girl an der Reihe, würde ich sagen. Meine süße Schnuckelmaus, die ihr ja auch alle ganz doll mögt. Und ja, die holen wir uns jetzt einfach erstmal. So, Big Beamchen kommt dann jetzt wieder in den Stall. Und außerdem passt Baby Girl gerade perfekt zu uns mit ihrem roten Sattel und den roten Stulpen. Stulpen? Wie heißt es Stulpen? Ich weiß es nicht mehr. Und dem nicht roten Zaumzeug. Sieht viel weihnachtlicher aus, oder? So, gut. Oh, das Pferd ist so mega schön hier, ne? Ich finde das toll. Was bist du für eins? Du bist kein Tinker. Aber du bist wunderschön. So eins hole ich mir auch. So, gut. Jetzt haben wir unsere süße Babygirl wieder und jetzt reiten wir nach Moorland, um den Schmied zu fragen, ob er uns mit den Nähnadeln helfen kann. Dann müssen wir für den Schmied bestimmt noch irgendwas besorgen oder es dauert einen Tag, bis die fertig sind. Irgendwie sowas. Und dann schauen wir mal, was wir als nächstes für eine Aufgabe erledigen können hier. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Also von daher sollte das kein Problem sein. Nehme ich mal an. Und ich habe immer noch das Gefühl, es leckt und es nervt mich. Aber gut. So ist das halt. Wie viele Finger haben wir eigentlich? 7739. Was haben wir hier? Weihnachtswunsch. Habe ich die noch vom letzten Mal übrig? Kann sein, ne, dass ich die noch vom letzten Jahr über habe. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt schon wieder so viel gesammelt haben. Aber vielleicht kann ich die hier ja dann auch eintauschen. Das wäre natürlich mega cool, die vom letzten Jahr jetzt auch wieder einzutauschen. Ich glaube nämlich, letztes Jahr haben wir das gar nicht gemacht. Und ich wollte ja so ein Rentier haben. Gab es das beim Weihnachtsmann? Ich weiß es nicht mehr. Aber wir werden sehen. Irgendwas wird uns hier schon gelingen. Aber dieses Rentier kann man dann, glaube ich, auch nur zur Weihnachtszeit reiten, ne? Und nicht im Sommer oder so. Und das ist, glaube ich, auch nur ein Zauber, was ein Pferd verzaubert, oder? Klärt mich auf, falls ich falsch liege. So. Guten Tag, Willow. Wie geht es meiner Lieblingsreiterin denn heute? Nähnadeln für Donald, sagst du?
Ja, sage ich. Aber freilich kann ich Nadel machen. Und du weißt, dass ich das kann, Willow. Nur der Pessimist Donald glaubt wieder einmal, dass sich die ganze Welt gegen ihn verschworen hat. Bevor ich dir helfen kann, muss ich noch eine Arbeit fertig machen. Könntest du in der Zwischenzeit Holz für mich sammeln? Wir müssen das Feuer ordentlich anheizen, um die besten Nähnadeln herstellen zu können. Vielen Dank, Willow. Ja klar, gehen wir ein bisschen Holz sammeln. Das ist gar kein Problem, das machen wir. So, da hinten liegt Holz. Also Holz liegt hier ja immer reichlich rum. Ich glaube, das ist auch nicht das erste Mal, dass wir Holz sammeln müssen. So, 5 brauchen wir. Also holen wir natürlich auch 5. So, hopp. Fertig. Das ging schnell. Dann auf, zurück. Auf, hopp, hopp, galopp. Danke, dass du Holz für mich gesammelt hast. Nun haben wir genug, um weiterzumachen. Ja, super. Nun bin ich bereit. Donald braucht neue Nähnadeln, sagst du. Was macht dieser Kerl eigentlich mit seinen Nähnadeln? Isst er sie? Er braucht ja alle 5 Minuten neue. Um Nähnadeln von richtig guter Qualität machen zu können, brauche ich deine Hilfe. Willst du mir helfen? Ja, na, aber sicher doch. Danke. Kannst du runter zum Strand reiten und nachsehen, ob du dunklen Jorvikschen Bernstein findest? Wenn ich den mit dem Erz, das ich habe, schmelze, wird das Material extrem widerstandsfähig. Okay. Gut, dann gucken wir mal nach Jorvikschen Bernstein. Also auf, runter zum Strand. Haben wir hier sonst noch eine Aufgabe? Nö. Fort Pinter dann erst. Ist das nächstliegende. Ja, und dann noch in Valledale und... Valledale. Okay. Aber jetzt erstmal runter zum Strand, wie gesagt. Hopp. So. Dann gucken wir mal, was wir so Schönes hier finden. Hier glitzert es doch. So, einen haben wir. Super. Hier glitzert es dann auch wieder. Dann haben wir schon mal 2. Und hier auch 3. Gut. Dann haben wir das auch erledigt. Denn Bernstein liegt ja einfach so am Strand rum. In der realen Welt muss man dafür teures und viel Geld bezahlen. Und hier liegt es halt einfach so rum und man kann es einfach einsammeln. Aber ist in Ordnung. Da, Bums. Okay. Dann bringen wir ihm mal den Bernstein und dann schauen wir mal, ob er uns die Nähnadeln fertig machen kann oder ob er dann noch irgendwas braucht. Aber vermutlich braucht er dann einfach nur noch Zeit. Also einen Tag wahrscheinlich, dass wir das morgen dann abholen können. Ja, wie gesagt, gucken wir mal. Das hier ist sehr gut, Willow. Genau, was wir für Donalds Nähnadeln brauchen. Ja, super. Du kannst diesen Auftrag nicht annehmen, wenn du auf dem Pferd sitzt. Ah, okay. Gut, dann steigen wir mal ab. So, nun haben wir alles, was wir für die Nähnadeln brauchen. Erz mit Bernstein zu mischen ist eine sehr schwere und zeitaufwendige Aufgabe. Man muss nur eine Sekunde unaufmerksam sein und schon muss man von neuem beginnen. Ich muss mich voll und ganz auf meine Schmiedearbeit konzentrieren. Es wäre also sehr hilfreich, wenn du mir assistieren könntest. Vielen Dank. Ich erkläre dir genau, was du zu tun hast. Wenn du aufmerksam zuhörst, wird alles gut gehen. Bist du bereit? Na aber. Folge den Anweisungen des Schmieds, um Nähnadeln herzustellen. Okay. Hole Holz. Okay, okay. Lauf, 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 lauf. Holz, ich habe Holz, ich habe Holz. Lege das Holz auf das Feuer. Ah, da ist es. So. Hole meinen Spezialhammer aus der Werkzeugkiste. Haben wir. Kannst du mir meinen Hammer geben? Nö, den behalte ich jetzt. So, bitteschön. Lege die Nadel in den Wassereimer. Hier daneben, damit sie abkühlt. Wo? Wo ist ein Wassereimer? Da, Mann. Wo ist denn die Nadel? Das da? Okay. Hole Holz. Schon wieder. Lege das Holz in das Feuer. War klar. Machen wir. So. Nun ist die Nadel abgekühlt. Kannst du sie mir aus dem Wassereimer holen? Ja, kann ich machen. So. Kannst du mir die Nadel geben? Ja, kann ich auch machen. So, das war's. Vielen Dank für die Hilfe, Willow.
Schau nur, welch schöne Nähnadeln das geworden sind. Ohne dich hätte ich das niemals geschafft. Ja, ich bin halt allwissend und ich kann halt alles. So, hast du jemals bessere angefertigte Nähnadeln als diese hier gesehen? Ich kann es mir nicht vorstellen. Wenn Donald nicht damit zufrieden ist, dann verschlinge ich mein eigenes Werkzeug. Keine Sorge, Willow. Das war natürlich nur ein Scherz. Nimm diese hier mit zu Donald, damit er seine Bestellungen fertig machen kann. Danke. Noch einen wunderschönen Tag wünsche ich. Dankeschön, den wünsche ich auch. Gut, dann rauf auf Baby Girl. Und dann ab zum Donald, um ihm seine Nähnadeln zu bringen, damit er das Gespenst nähen kann. Dass wir dann hoffentlich Loretta bringen können. Ich hoffe nur, der braucht jetzt nicht auch noch irgendwas. Aber der müsste dann jetzt eigentlich alles haben. Er hat ja nur gesagt, er braucht Nähnadeln, weil er seine nicht finden kann. Und den Stoff, den hat er ja jetzt eigentlich. Es sei denn, er hat jetzt in das Paket reingeguckt und sieht, dass der Stoff nicht von sehr guter Qualität ist. Dann müssten wir bestimmt von James aus Fort Pinter noch Stoff besorgen oder so. Wir werden sehen. Wo reite ich denn lang? Hä? Ein bisschen umständlich hier gerade, was ich mache. Aber ist okay. Wir kommen schon heile an. Hoffe ich. So, hops. So. Gut, dann ab zum Donnelchen. Halt, stehen bleiben. So, drehen. Oh, neue Nadeln, das hätte ich mir nie gedacht. Vielen Dank, dann kann ich gleich damit anfangen. Nicht, dass ich heute damit fertig werde. Komm morgen wieder zurück. Dann sehen wir, ob ich fertig bin. Okay, alles klar. Dann haben wir das auch erstmal erledigt. Und dann würde ich sagen, fahren wir jetzt nach Fort Pinter. Dann nehmen wir jetzt aber auch den Transporter und gucken mal, was da für eine Aufgabe auf uns wartet. Oder? So machen wir das. Das geht schön schnell. Und das machen wir. Aber der war ja da, der Transporter. Hey. Ich hänge schon wieder. Komm schon. Und, ja. Oh Gott, ey. Ich komme mit der Steuerung nicht mehr zurecht. Das ist ja so ätzend. Aber das kriegen wir wieder hin. Das, ich meine, es ist ja eigentlich eine völlig simple Steuerung. Also von daher. So. Wir wollen nach Fort Pinter, bitteschön. Und wir bezahlen natürlich mit Jorvik Schillingen, denn das ist günstiger. Und ihr Lieben, ich verabschiede mich für diesen Part dann erstmal bei euch. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Schaltet im nächsten Part wieder rein. Und bis dahin sage ich wie immer, tschüss.